Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Der September wird wild. Ich habe ein bisschen bei den Neuerscheinungen umhergesucht und bin auch immer wieder das ganze Jahr schon über Bücher für den September gestolpert. Und ich habe mir jetzt mal meine Liste angesehen und habe so zwei, drei Bücher doch so beim dritten Blick gedacht, naja, da wartest du vielleicht eher doch mal Rezensionen ab. Aber es sind tatsächlich 11 Neuerscheinungen, die ich super spannend finde. Und ich glaube, ja, der September wird es mit Neuzugängen wahrscheinlich in sich haben, beziehungsweise manche Bücher erscheinen dann auch erst gegen Ende September. Die fallen dann vielleicht in den Oktober hinein. Aber es ist wirklich eine ganze Menge, was ich entdeckt habe. Ja, 11 neue Bücher möchte ich euch vorstellen. Ich packe euch die Bücher auch unten in die Infobox. Wenn ihr euch die vielleicht genauer ansehen wollt oder auch vorbestellen wollt, schaut da gerne vorbei. Und von den 11 Büchern sind 2 Fortsetzungen, die ich einfach so ein bisschen erwähnen möchte, weil sie eben so reingehören, wo mir der Auftakt oder die vorhergehenden Bände so gut gefallen haben, dass ja, ihr vielleicht jetzt auch einfach mal mit der Reihe startet. Und ich denke, wir warten gar nicht lang bei 11 Büchern und fangen direkt mal an. Ich bin natürlich auch gespannt, ob eins meiner Bücher euch anspricht, beziehungsweise ob ihr ein Buch habt oder auch mehrere, worauf ihr euch im September freut, könnt ihr mir gerne dann auch in die Kommentare schreiben. Ja, wir starten direkt am 1. September mit Magic Inferno von Helen Harper. Das ist der 6. Band der Firebrand-Reihe und wir haben hier ja eine Reihe mit ja eigentlich so ein bisschen einer übersinnlichen Fantasy-Geschichte und einer Ermittlerin, die in jedem Fall so ein bisschen im cozy Fantasy-Crime-Bereich etwas aufzulösen hat. Und in dieser Welt ist es ganz normal, dass es Vampire gibt und Werwölfe und allerhand andere. Und eigentlich habe ich beim 5. Band schon gedacht, das könnte gegen Ende gehen, aber es scheint jetzt tatsächlich der letzte Fall von Emma Bellamy zu sein. Und wir haben hier auch wieder eine Reihe mysteriöser Mordfälle und große Rätsel, die sich in ihrer Karriere auftun. Und ja, ich denke mal, Magic Inferno, jetzt könnten wir uns wahrscheinlich tatsächlich dem Ende nähern. Und ich muss sagen, ich habe alle Bücher gehört. Man muss auch dazu sagen, dass es die Bücher nur in digitaler Form gibt, als E-Book und als Hörbuch. Als Hörbuch kann ich sie aber alle bisher gut empfehlen. Ich glaube, am schwächsten fand ich tatsächlich den 4. Band. Und im 5. Band ist auch so ein bisschen der Humor abhanden gekommen, der gerade in den ersten Bänden ganz toll war. Ich bin ja sonst eigentlich wirklich ein großer Helen Harper-Fan. Ich bin sehr gespannt, ob der 6. dann auch der letzte Band sein wird und wie sie ihn beenden wird und ob wir da wieder so ein bisschen in dieses Highlight-Feeling kommen. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Das nächste Buch erscheint dann am 5. September und ist die Glückslieferanten von Sanaka Hiragi. Und ja, man merkt, wir gehen hier wieder ein bisschen in die asiatische Richtung. Und ja, das Leben ist voller Begegnungen und Abschiede. Nicht immer sagen wir dabei das, was wir wollen oder eigentlich meinen. Was aber, wenn ein gemeinsamer Moment nun der letzte war? So mitreißend wie einfühlsam erzählt Sanaka Hiragis neuer Roman davon, dass es nie zu spät für das richtige Wort oder die richtige Geste ist. Und ja, es gibt den Himmel-Lieferservice, bei dem die junge Nanahoshi, so, arbeitet und ja, überbringt ganz besondere Päckchen. Versandt von Menschen, die wissen, dass sie zum Zeitpunkt des Empfangs womöglich verstorben sein werden. Und adressiert an andere, die ihnen am Herzen liegen und die eine wichtige Botschaft unbedingt noch erreichen soll. Ob eine alte Dame, der ein besonderer gemeinsamer Geburtstag bevorsteht, ein junges Mädchen, dessen große Träume durch seine kleinliche Familie zu zerplatzen drohen, oder ein glücklich verheirateter Mann, der noch viele Jahre später seiner Jugendliebe nachtrauert. Ihnen allen öffnen die von Naoshi überbrachten Sendungen auf wunderbare Weise das verkannte Schmuckkästchen, das ihr Leben ist, wieder für das Schöne. Und ich finde das so eine schöne Idee, dass wir hier im Grunde irgendwie so Glück liefern lassen können, insofern eben ein letztes Wort, eine Verabschiedung, eine letzte Geste, das auch wirklich sein kann. Und ich glaube, jeder kennt es, dass es manchmal letzte Begegnungen, Gespräche irgendwie gab, man das aber nicht wusste und es dementsprechend ja gar nicht so bewusst gemacht hat. Und ja, dass einem irgendwas fehlt. Und das finde ich hier so schön. Und ich glaube, dass man das wirklich ja mit so dem asiatischen Stil sehr gut erzählen kann, ohne dass es vielleicht zu kitschig, zu drüber, zu gefühlvoll wird. Und ich hoffe, ja, dass ich das Thema ganz gut verarbeitet bekomme und ich freue mich da tatsächlich drauf. Ja, das nächste Buch hat mit Drachen zu tun, erscheint am 7. September und zwar Ich fürchte, ihr habt Drachen. Das ist von Peter S. Beagle und das ist ja der Autor von Das letzte Einhorn und ich bin super gespannt, was uns hier darauf erwartet, dass wir hier wieder Fantasy bekommen, dass wir Drachen bekommen und der Klappentext klingt einfach richtig toll. Im Königreich Belle Montagne stehen die Zeichen auf Hochzeit.
König Antoine und Königin Helene streben eine Vermählung ihrer Tochter Cerise mit dem leichtsinnigen Kronprinzen des Nachbarreiches an. Es gibt nur ein kleines Problem. Im Schloss herrscht eine schlimme Drachenplage. Überall Drachen, von dem kleinen Ungeziefer bis hin zu schlosszerstörenden Monstern. Sie sind Schädlinge und Plagegeister. Robert, der den Beruf des Drachenfängers und Vernichters erlernt hat, fühlt eine seltsame Verbindung zu ihnen. Doch sein Traum, Diener eines Prinzen zu werden, wird auf die Probe gestellt, als der Luftikusprinz ihn anheuert, um auf richtig große, ehrenvolle Drachenjagd zu gehen. Aber vielleicht verspricht die Gunst einer Prinzessin ein noch schöneres Leben als alle andere. Und ich bin super gespannt, wie uns das hier erzählt wird mit Drachen als, ja, im Grunde Störenfriede, als dass sie irgendwie wie Ratten ja eigentlich ausgerottet werden sollen. Und ich bin super gespannt, wie Peter S. Beagle das erzählt hat. Das letzte Einhorn gehört ja zu den Geschichten, die ich jetzt nicht unbedingt am öftesten, am meisten, am häufigsten gelesen habe, aber das ich sehr liebe. Und vor allem der Film. Also der Film wird bei mir einmal im Jahr angeguckt und das Buch habe ich bestimmt auch schon 5, 6 Mal gelesen und mag ich sehr gerne. Ich mag diese Geschichte und wenn dieser Flair, dieser Zauber, die Stimmung so ein bisschen hier auch, ich fürchte, ihr habt Drachen drin ist, dann wird das definitiv so ein kleiner Highlight-Kandidat. Von James Norbury erscheint Die Katze, die nach Weisheit sucht. Und von dem Autoren kennen wir bereits Großer Panda und Kleiner Drache, steht bei mir auch im Highlight-Regal und hat mir super gut gefallen. Und das erscheint am 18. September. Wir werden hier also wieder ein Buch haben, das ihr mit so ein bisschen Weisheiten auf sich, in sich birgen wird mit schönen Bildern. Und wir haben hier eben die Geschichte einer Katze, die nach Frieden, innerer Ruhe und einem Sinn im Leben sucht. Eines Tages erfährt sie von einer sagenumwobenen alten Kiefer. Unter dem Schutz ihrer Äste, so heißt es, lässt sich unendliche Weisheit erlangen. Die Katze begibt sich auf die Reise und unterwegs trifft sie eine Reihe von Tieren, die alle ihre eigene Geschichte haben. Eine so sorgenvollen Affen, eine Schildkröte, die ihren Lebensmut verloren hat, einen Tiger, der mit seiner Wut kämpft, ein verwirrtes Wolfsjunges und eine begehrliche Krähe. Aber erst die unerwartete Begegnung mit einem Katzenjungen wird sie zwingen, alle Gewissheiten in Frage zu stellen. Und das klingt wieder so richtig schön. Also es ist wieder so eine Geschichte, die uns auf den Weg bringt, die uns so mitnimmt, die uns diesen Weg gehen lässt und dass diese innere Veränderung vermutlich der Katze zeigen wird und dass ja vielleicht auch bei uns eine kleinere innere Veränderung macht. Also ich mag die Bücher von James Norbury super gerne. Ich bin überhaupt ein Fan von diesen wunderschönen, ja, philosophischen Büchern, die so ein bisschen Lebensweisheit, Selbstreflexion mitnehmen. Ja, da freue ich mich richtig, richtig, richtig drauf. Am gleichen Tag, wieder am 18. September, erscheint Der Spiegel des Drachen von April Winter. Was soll ich sagen? Das Drachenthema zieht sich wohl auch im September durch. Das E-Book wird es anfänglich, soweit ich das gesehen habe, für 99 Cent geben. Und die Autorin war auch bereits für den Fantastikpreis Seraph nominiert. Und es soll epische High Fantasy mit Drachen sein und Naturkatastrophen. Eine Assassine, die für ein Leben kämpft. Ein Einzelgänger, der nach Freiheit strebt. Eine Hure, die ihre Zukunft sieht. Und ein Leibwächter, der blind vor Liebe ist. Und wir haben hier den ewigen Winter, der das Land Al-Daketa gefangen hält. Erdbeben, Lawinen und Sturmfluten drohen, die Bevölkerung auszulöschen. Königin Estrella geht der Legende des Spiegeldrachen nach und entsendet 4 Außenseiter, um ein Portal in eine andere Welt zu finden. Auf ihrer Reise ins Gebirge decken die Gefährten lang gehütete Geheimnisse auf, die die Gruppe zu entzweien drohen. Zweifel an ihrer Mission setzen sich fest. Ist ihre Welt vielleicht doch noch zu retten? Und ich finde schon spannend, welche 4 Charaktere wir hier schon so ganz kurz angerissen bekommen. Diese Mischung stelle ich mir unglaublich spannend und interessant vor. Und ich mag es, dass wir hier so ein bisschen, jetzt vielleicht nicht unserer eigenen Welt entsprechen, was so die Naturkatastrophen angehen, aber ich glaube schon, dass vielleicht der Klimawandel hier ein Thema sein wird, natürlich in Fantasy-Form. Und dass wir hier eben ein Portal suchen, was uns in eine andere Welt abtauchen lässt. Und es wird irgendwie um Drachen gehen. Also von daher freue ich mich sehr. Ich weiß gar nicht, ob das der Auftakt einer Reihe ist. Das habe ich jetzt tatsächlich, das heißt nur epische High Fantasy. Bin ich mir gar nicht sicher, ob das jetzt ein Einzelband ist oder eine Reihe. Werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Auch am 18. September erscheint das neue Buch von Melanie Rabe und zwar Der längste Schlaf. Von Melanie Rabe habe ich, glaube ich, 3 Thriller gelesen und auch das Kreativitätsbuch, das, glaube ich, irgendwie hier steht. Das hat mir ja wahnsinnig gut gefallen und die Thriller waren von sehr gut bis breche ich ab. Aber mit dieser Geschichte möchte ich ihr auf jeden Fall noch einmal eine Chance geben und zwar über Schlaf und Schlaflosigkeit
über Träume und die Geister der Vergangenheit. Im Leben der jungen Wissenschaftlerin Mara dreht sich fast alles um das Thema Schlaf. Die Wahllonderin ist eine führende Forscherin auf diesem Gebiet. Gleichzeitig leidet sie selbst seit vielen Jahren unter quälender Insomnia. Sie fürchtet ihre Träume, die bisweilen auf unerklärliche Weise in die Wirklichkeit zu schwappen scheinen. Mara, die nicht nur durch und durch rational ist, sondern die auch gern alles unter Kontrolle hat, macht das sehr zu schaffen. In Deutschland ist sie fast nie. Ihre Eltern sind früh gestorben, deshalb ist Mara nicht wenig überrascht, als sie eines Tages eine Nachricht von einem Notar aus Frankfurt erhält. Jemand möchte ihr ein großes altes Herrenhaus in der deutschen Provinz vermachen, und zwar anonym. Mara glaubt an eine Verwechslung und reist dennoch, neugierig geworden, in die ihr fremde Kleinstadt, um sich das Ganze anzusehen. Erneut muss sie feststellen, dass sie durch ihre Träume mit diesem Ort auf seltsame Weise verbunden ist. Und ich finde, da macht Melanie Rabe wirklich ein ganz spannendes Thema auf mit Träumen und irgendwie das in die Realität schwappt mit irgendeiner Art Verbindung und auch auf dieses Herrenhaus und diese deutsche Provinz bin ich mega gespannt. Klingt, finde ich, wirklich super, super spannend und man kann auch nicht so richtig herauslesen, welchen Weg diese Geschichte gehen wird, aber es klingt für mich super spannend. Dann taucht am 25. September tatsächlich so das erste Winter-Weihnachtsbuch auf und zwar von Julia Rogasch, Wintertee im kleinen Büchercafé am Meer. Und ich liebe alles, was irgendwie am Meer spielt. Wir sind hier auf Sylt und ich glaube, dass das definitiv vorgemerkt wird und wahrscheinlich aber erst gegen November, Dezember bei mir einziehen wird, wenn ich dann mit den Wintergeschichten auch anfange. Tilda ist zutiefst gerührt, als ihre Freundin sie bittet, als Partnerin in ihrem Büchercafé auf Sylt mit einzusteigen. Auf ihre Lieblingsinsel war die ehemalige Buchhändlerin Tilda nicht mehr, seit ihr damaliger Partner dort verunglückt ist. Doch zwischen den Bücherstapeln und den frisch gebackenen Kuchen beginnt sie langsam zu heilen und knüpft ein zartes Band zu einem Stammkunden, der regelmäßig in den Laden kommt. Außerdem lässt sie sich zum ersten Mal seit Jahren wieder auf einen Liebesroman ein und im Austausch mit der Autorin erwacht ihre alte Leidenschaft für Bücher wieder. Dabei ahnt Tilda zunächst nicht, dass nicht nur ein gebrochenes Herz Zuflucht im kleinen Büchercafé sucht. Und das klingt einfach wunderschön. Also klar, dass mit dieser Trauerverarbeitung und dass man sich da manchmal so ein paar Dinge Gedanken macht, auch sich dagegen sträubt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde schön, dass wir hier irgendwie ja ein bisschen Bücher als anfängliche Lösung finden. Und ich bin da sehr gespannt, ob auch Sylt schön eingefangen wird und ja, wie das so ein bisschen winterlich sein wird. Dann haben wir ein Buch, das angepriesen wird mit Romantasy meets Cozy Fantasy, Fantasy zum Wegträumen über Marmelade, Magie und jede Menge Zaubersprüche. Ein Buch, was ebenfalls am 25. September erscheint, ist Spell Shop vom Zauber der kleinen Dinge von Sarah Beth Durst. Und das hat, glaube ich, Lisa vom Kanal Gedankenlabor auch jetzt bereits im Englischen gelesen und sie hat da sehr, sehr geschwärmt, sodass ich direkt noch mehr Lust hatte auf dieses Buch, was dann Ende September auch schon im Deutschen übersetzt bei uns erscheint. Mit Romantasy ist das ja immer so ein bisschen, weiß ich immer nicht so richtig, wie ich das finde, ob das gut gemacht ist, aber mit Cozy Fantasy bekommt man mich ja auf jeden Fall. Und zwar, wir haben Kiela und die hat es nicht so mit den Menschen, was als Bibliothekarin in der Hauptstadt des Reiches auch kein Riesenproblem ist. Doch als eine Revolution ausbricht und fast die gesamte Bibliothek ein Opfer der Flammen wird, flieht sie auf die abgelegene Insel, auf der sie aufgewachsen ist und beginnt noch einmal ganz von vorne. Sie bezieht ein kleines, gemütliches Cottage, stellt die beste Marmelade her und lernt die Menschen vor Ort kennen. Mit dem durchaus attraktiven Seepferdchenzüchter, finde ich großartig, von nebenan bahnt sich sogar so etwas wie eine Geschichte an. Doch auch fern der Hauptstadt gibt es Probleme, die nur schwer zu lösen sind. Zum Glück befindet sich in den Bücherkisten, die sie vor den Flammen retten konnten, einige nützliche Zaubersprüche, mit der sie die Dinge ins Lot bringen könnte, wenn es nur nicht strengstens verboten wäre, sie anzuwenden. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Struggle, wie dieses so ein bisschen, darf ich eigentlich nicht, müsste ich aber, könnte ich helfen, soll aber nicht sein, bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Und ich glaube, dieses cozy, gemütliche, es ist perfekt für die Herbstzeit und ich glaube, dass das Buch dann auch relativ schnell bei mir einziehen wird. Auch am 25. September kommt das neue Buch von Harpe Kerkeling und zwar Gebt mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse. Und ich finde das Cover so ein bisschen
irritierend und weiß nicht so richtig, was er uns damit eigentlich sagen möchte. Aber ich bin einfach neugierig. Ich mag die Bücher und auch die Filme von Harpe Kerkeling super gerne. Und so bin ich super gespannt, was uns hier erwartet. Ja, Harpe Kerkeling in Bestform. In seinem neuen Buch setzt er nicht nur entscheidende Etappen seines Lebens fort, sondern taucht tief in die bewegende Geschichte seiner Vorfahren ein. Berührend und mit unvergleichlichem Sinn für Komik erzählt er von seiner Kindheit in den 70ern und in Glanzzeiten der TV-Unterhaltung, von Liebe, Vorsehung und dem goldenen Zeitalter der Niederlande. Er führt in die Anfänge seiner Fernsehkarriere und bis in die Frühzeit des Kerkrings ins blühende Amsterdam des 17. Jahrhunderts, verwebt dabei lustvolle Erinnerungen mit Recherchen, eigenes Erlebtes mit Historie und Ahnenforschung und kommt schließlich auch hinter ein unglaubliches Geheimnis, das seine geliebte Großmutter Bertha Zeit ihres Lebens umgab. Und ich finde, das klingt irgendwie nach einer irren Mischung und ich weiß nicht, ob mich das bei einem anderen Menschen irgendwie interessieren, ansprechen würde, aber bei Harpe Kerkeling, da kann eigentlich nur was Geiles dabei rauskommen. Entschuldigt diesen Begriff. Aber irgendwie klingt das so geheimnisumwittert und wie er sich da auf Ahnenforschung macht, wo er da hintrifft, was er in der Geschichte findet, wie er da eintaucht. Und ja, ich bin einfach gespannt und super, super neugierig. Das nächste Buch, was am 27. September erscheint, ist dann A Spark of Time, ein Date mit Mr. Darcy von Kira Licht. Und zwar ist das das große Finale der Zeitreisedialogie, wo wir uns ja im ersten Teil schon auf die Titanic begeben haben. Und jetzt im zweiten Teil haben wir eben die zeitreisende Lilly, die jetzt sich so ein bisschen ins Jane Austen-Zeitalter versetzen lässt. Ich möchte jetzt aber gar nicht so viel spoilern, denn mir hat das Spark of Time, als wir auf die Titanic gereist sind, so, so, so gut gefallen. Das war wirklich ein überraschendes Highlight, wie das mit der Zeitreise geklärt war, wie da Lösungen gebracht wurden, wie die Liebesgeschichte sich so verwoben hat und auch welche Hintergründe das alles hat. Und ich bin super gespannt, wie es hier jetzt in Richtung Jane Austen weitergeht und freue mich sehr, sehr, sehr auf diese Fortsetzung. Also wenn ihr hier Lust habt auf Zeitreise-Roman, der wirklich Spaß macht, Freude bringt und unterhaltsam ist, da kann ich euch den ersten Teil wirklich sehr empfehlen, denn der zweite und abschließende Teil kommt ja jetzt sozusagen auch schon Ende September. Und das letzte Buch ist erscheint tatsächlich auch am 30.09. und hat mich super neugierig gemacht, denn die liebe Anka von Ankas Geblubber hat hier schon gefühlt, glaube ich, vor über einem halben Jahr das Schwärmen angefangen, als sie das Manuskript in Händen hielt und es für ihren Verlag verlegen durfte. Es einen Verlagsvertrag mit der Autorin Katrin S. Knopp gibt und das Buch jetzt dann auch am 30.09. erscheint. Ich bin super neugierig. Ich fand es so toll, wie Anka schon immer mal wieder das so angeteasert hat in ihrem Geblubber und auch mich neugierig gemacht hat. Denn mit der Zeit 1888 und London kriegt man mich tatsächlich häufiger. Und jeder, der geschichtlich so ein bisschen bewandert ist und sich ja auch durchaus mit Jack the Ripper so ein bisschen auskennt und in diesen Zeiten unterwegs ist, der weiß, was London 1888 so ein bisschen weiß. Ja, Spices and Fire, Sense of London erscheint und ich bin super gespannt und ich finde das Cover vom Einhorn Verlag sehr, sehr gelungen. Und wenn man über den Online-Shop bestellt, bekommt man eine von drei Charakterkarten zu Buch mit dazu und das finde ich eine richtig coole Idee. Ich finde so Charakterkarten jetzt nicht unbedingt notwendig, aber ich finde sie tatsächlich während des Lesens ganz schön, dass man sie auch als Lesezeichen verwenden kann. Und wenn die wirklich schön und gut gemacht sind und so irgendwie zu der Geschichte passen und Charaktere abgebildet werden, mit denen wir eben mitfiebern, dann finde ich das tatsächlich eine schöne Ergänzung. Ja, London 1888. Nach dem Tod ihres Vaters fällt es der 20-jährigen Marie schwer, sich im Labyrinth gesellschaftlicher Regeln zurechtzufinden. Hinzu kommt, dass ihr Erbe als Teilhaberin der Polony Gallery an die Bedingungen einer standesgemäßen Heirat geknüpft ist. So beginnt sie gezwungenermaßen, sich auf dem Londoner Heiratsmarkt nach passenden Kandidaten umzusehen. Umworben wird Marie von dem charismatischen Lebemann John Willow und dem feinsinnigen Kunstliebhaber Edgar Lindberg. Doch keiner der beiden ist, was er vorgibt zu sein. Als sie den düsteren Maler Henry Soretti kennenlernt, bestärkt er sie darin, den gesellschaftlichen Zwängen zu entfliehen. Maries Weg führt sie von den Ballsälen und Galerien bis in die schwarzen Straßen der Londoner Slums, wo Jack the Ripper sein Unwesen treibt, auf der Suche nach der wahren Liebe und dem freien Leben.
Und ich finde das so, so, so spannend, dass wir hier eine junge Frau haben, die stark ist, die selbstbewusst ist, die diese ganze Konvention hinter sich lassen möchte, aber auch ihre Stellung eben der Gesellschaft haben möchte. Und ich bin super gespannt auf den düsteren Maler und auch was zwischen den Geheimnissen der beiden Anwärter so ein bisschen steckt. Und natürlich auch, wie Jack the Ripper hier eingespielt werden wird. Klingt für mich super spannend und mysteriös. Und Anke hat mich hier einfach total angefixt. Und dementsprechend, ja, bin ich super neugierig und ich hoffe, ihr vielleicht auch so ein bisschen und freut euch da dann auch auf den 30. September. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox verlinkt. Schaut da super gerne mal vorbei. Und ich habe auch gerade beim letzten Buch auch direkt die Verlagsseite vom Einhorn Verlag verlinkt. Denn wenn ihr da bestellt, wie gesagt, bekommt ihr eine von drei Charakterkarten. Da könnt ihr natürlich so ein bisschen special zuschlagen, wenn ihr sowas auch so cool findet wie ich. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit meinen Neuerscheinungen für den September, der wirklich voll wird. Und ich mir so denke, oh Gott, ich sollte mir keine Neuerscheinungen irgendwie mehr anschauen. Ich glaube, da müssen wir im nächsten Jahr irgendwie mal ein bisschen was nach unten fahren, damit auch mal der Sub, der so hinter mir ist, auch mal weggelesen werden kann. Ich bin gespannt, welches Buch euch am meisten angesprochen hat und auf was ihr euch vielleicht neben meinen Vorstellungen freut. Schreibt es gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.